Ja, Guys, was mich gerade richtig etwas nervt, es war so eine schöne, performante Aktienwoche. Eigentlich geht schon den ganzen Monat richtig gut bergauf insgesamt. Und heute versaut mir doch meine Performance halt diese eine Aktie, und zwar die Visa Card, beziehungsweise Visa Inc. Und ich versuche gerade herauszufinden, warum, obwohl, mein Gott. Es ist halt einfach auch, wenn wir mal ein bisschen den Chart hier mal ein bisschen auseinanderziehen. Es ist halt einfach auch seit, sagen wir mal, seit Juni, Juli wirklich nicht viel passiert, na, seit diesem neuen Hoch da bei 211 Euro. Das Ganze ist jetzt gerade in Euro. Es ist halt einfach so, dass, ja, es geht halt immer um Wachstum an der Börse, ne? Und es hat halt nun mal, der Markt ist halt relativ gesättigt an Visa und auch Mastercard. An Mastercard ist ganz ähnlich. Und ich meine, die Anzahl der Leute, die noch keine Visa-Karte haben, ist halt begrenzt. Und dann ist der zweite Faktor, wie viel die Leute, die die Visa-Karte haben, diese benutzen. Und das war natürlich klar, während der Corona Zeit wird natürlich die Visa-Karte, also ich nutze jedes Mal, wenn ich bei Amazon bezahle, nutze ich die Visa-Karte. Und das ist natürlich jetzt auch, sagen wir mal, das Maximum diesbezüglich Corona-Lockdown und Online-Bestellungen ist natürlich auch dieser Peak erreicht worden. Der sollte jetzt zwar nicht komplett wieder absacken, aber ja, ich nehme mal stark an, ohne es jetzt groß nachgeforscht zu haben. Ich habe jetzt gerade nur die Zahlen gesehen und mal kurz mein Depot reingeschaut und habe gesehen, dass es ein richtig geiler Tag gewesen wäre, wenn diese bescheuerte Visa-Karte, es ist gerade, oh, wir gehen jetzt gerade auf die 10% Minus zu hier. Nee, seit Jahresbeginn, Quatsch, heute. Wir gehen jetzt gerade auf die 7% Minus zu, also das wird. Die wird jetzt lustig munter abverkauft gerade. Also, das ist schade, dass das Ganze auf Euro ist. Das irritiert mich jetzt ein bisschen. Muss ich irgendwo umstellen. Naja, wie dem auch sei, die Visa-Karte. Ich weiß nicht, ob ihr da schon eine nähere News dazu habt. Das müsste ich jetzt erst noch nachschauen, so. Aber ich bin halt einfach zeitlich begrenzt immer. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Sport und dann muss ich logischerweise was essen und duschen und dann muss ich noch was arbeiten. Weil bei uns, bei meinem Kunde gibt es am 9.11. eine große Veranstaltung. Da muss ich natürlich mithelfen, dass das alles glatt über die Bühne läuft. Im Übrigen auch alles digital, ja. Und insofern, man sieht's, das läuft alles über Teams. Und Teams ist ja Microsoft. Ja, und bei Microsoft, geht's lustig mehr bergauf, ne? Das ist natürlich auch recht schön. Und ich glaube, Alphabet ist auch heute fett im Plus. Und auch 5% fast, das ist ja für die Aktie ist es ja schon der absolute Wahnsinn. Ja, und Microsoft und wir, diejenigen, die meinen Kanal schon länger verfolgen, wissen ja, dass ich bei Microsoft und bei Alphabet schon seit längerer Zeit sehr, sehr gut investiert bin. Anders wie. Also nicht so stark bei Apple leider und nicht so stark bei Tesla und so weiter. Ne? Aber die zwei Aktien, die halten muss ich mal sagen, meine Investments grundsätzlich an der Börse, allein die zwei Aktien halten wirklich meine Depots, sagen wir mal, sehr stabil. Weil ich habe in jedem Depot entweder die eine oder die andere oder beide Aktien da drinnen. Ne? Und das sind echte Stabilisatoren. Das schon seit Jahren, also Alphabet, früher mal Google und eben Microsoft. Ne? Also, wollen wir mal schauen, was da jetzt hat mit Visa. Was ist denn mit Visa heute passiert? Visa, vorbörslich schwäche Erwartungen. Naja, gut, die Quartalszahlen halt. Was soll das heißen? Es hat einfach weniger Kohle gemacht, weniger Gewinn. Also, wahrscheinlich aus den Gründen, die ich vorhin gesagt habe. Ich meine, es liegt ja auf der Hand. Aber das Ganze ist ja auch ein super langfristiges Investment, ja. Also, und das sind ja auch krass,
Ja, wir hatten ja quasi ein neues Allzeithoch erst im Juli. Ich meine, was will man mehr? Ich meine, Börse ist ja kein Spielcasino, wo du jeden Tag, wo du quasi jedes Jahr 100% machst. Das ist halt einfach nicht so. Also man muss aber mit allem was zufrieden sein. Na? Ich habe nach wie vor, liege ich bei ungefähr, im Monat Oktober liege ich bei ungefähr 10% plus, wenn ich meine Depots alle zusammenrechne. Und das ist einfach geil. Kann so weitergehen. Also nochmal 10% bis zum Jahresende sind auf jeden Fall drin. Und dann war das für mich einfach auch, das Jahr war für mich dann okay. Die Inflation habe ich wieder herin. Ja, und das ist ja sozusagen, da ist man ja schon zufrieden. Ja. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.